gehört, dass so manch ahnungsloser Tourist ist auf Norderney schon zum Filmfest-Fan geworden. Die Strandmuschel zieht an lauen Juniabenden Urlauber magisch an. Und wenn sie einmal sitzen, dann ist ein kurzer Regenschauer auch egal. Gudrun Körber aus Recklinghausen kennt das schon. Sie kommt jedes Jahr zum Filmfest nach Norderney, seit 25 Jahren. Ich liebe das Kino. Und wenn ich hier den Urlaub verbinden kann mit einem schönen Kinoabend und mit netten Leuten hinterher sprechen kann, das finde ich toll. Das ist für mich wirklich ein toller Urlaub hier. Und seitdem mache ich das jetzt regelmäßig. Jedes Jahr komme ich im Juni hierher und genieße das sehr. Die Idee, das Filmfest auch nach Norderney zu holen, kam 1999 aus Emden. Edzard Wagener, damals zuständig für das musikalische Rahmenprogramm, bemerkte früh, dass die Gäste in Emden ein bisschen mehr von der Küste sehen wollten. Das war auf jeden Fall von Seiten des Filmfestes damals Emden noch eine attraktive Geschichte zu sagen, wir bieten eben neben Emden, der Hafenstadt, bieten wir auch noch tatsächlich eine richtige Nordseeinsel, wo wir Kino zeigen können, wo wir Gäste hinbringen können. Und Norderney hat natürlich im Gegenzug gesehen, wir kriegen hier ein Filmprogramm, was wir sonst wahrscheinlich auch nicht auf die Insel bekommen könnten. Und das ist eine wunderbare Symbiose. Heute jettet Wagener nicht nur zwischen Emden und Norderney hin und her, sondern um die ganze Welt und holt prominente Filmgäste auf die Insel. Auch das ein Schmankerl für die Touristen. Ich weiß, dass Sönke Wortmann da gewesen ist, Thomas Heinze ist da gewesen, Ken Duken ist da gewesen, Katharina Thalbach war da. Also eine ganze Riege von deutschen Schauspielern und natürlich eine unglaubliche Anzahl an internationalen Regisseuren, die hier auf der Insel im Kurtheater ihre Filme gezeigt haben. Das Kurtheater steht übrigens auch schon seit 130 Jahren. Norderney hatte also schon immer mehr zu bieten als nur Strand und Wellen. Und das hat sich kultiviert. Nicht wegzudenken ist seit 1999 auch der Freundeskreis des Filmfests. Günther und Ilse Kaput sind Filmfans und sorgen für den Kartenverkauf auf der Insel. Ich spreche hier in Atrium die Leute an und lock die ins Kino. Es kommen immer mehr Gäste, das habe ich Samstag erlebt, vom Festland hier auf die Insel nur wegen dem Filmfestival. Die freuen sich richtig und die begrüße ich auch alle. Inzwischen startet das Filmfest Emden-Norderney sogar hier, inoffiziell, mit zwei Warm-up-Kurzfilmen am Abend vor der Premiere in Emden.